Hallöchen Mädels und willkommen zu meinem Plan with Me für den Monat Oktober. Ich habe mich diesmal für ein Voice-Over entschieden in Kombination mit ein bisschen Musik, einfach weil das Bullet Journaling nicht nur praktisch für mich ist, sondern mich das Zeichnen auch ein bisschen entspannt. Wie ihr seht, bin ich dem Design auch diesen Monat wieder treu geblieben. Links mein Motivationsspruch für den kommenden Monat, der da lautet: Und immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem. Ich habe den wieder irgendwo gelesen und fand ihn so schön, dass ich ihn hier aufnehmen musste. Für die rechte Seite habe ich mich wieder für ein Bild entschieden, diesmal in Form eines Baumes, der seine Blätter verliert. Und ja, unten sitzt eine Katze, die dem Treiben zuschaut. Das ist in Anlehnung an Kitty irgendwie passiert, keine Ahnung. Und ja, ich finde das Bild aber ganz schön und es passt, es ist herbstlich. Und weil ich es gerne bunt mag, habe ich dem Ganzen ein bisschen herbstliche Farbe verliehen. Bei meiner Monatsübersicht hat sich im Großen und Ganzen nicht viel verändert, bis auf ein paar kleine Details hier und da. Wie ihr seht, ich muss sagen, dass ich dieses Monatsraster nicht nur praktisch und übersichtlich, sondern auch irgendwie ansprechend finde. Auch hier findet sich wieder der Baum und die Katze im Design wieder, weil ich es einfach mag, wenn bestimmte Elemente sich in einem Design wiederholen. Das gibt dem Ganzen etwas Rundes, finde ich. Auf den nächsten Seiten befinden sich dann wieder mein Habit-Tracker und mein Mood-Tracker, diesmal in Form eines Ahornblattes, was ja, by the way, gar nicht mal so einfach war zu zeichnen, kann ich euch sagen. Aber letzten Endes bin ich doch ganz zufrieden und ja, ich freue mich schon darauf, dieses Teilchen mit meinen Stimmungen zu füllen, beziehungsweise mit den Farben meiner Stimmungen zu füllen. Ja, meine Habits sind im Übrigen weitestgehend gleich geblieben, nur dass ich sie diesmal halt in Worten ausgeschrieben und nicht anhand von kleinen Doodles illustriert habe. Thank you.
Die nächsten beiden Seiten sind wieder identisch zu denen vom September. Links die Ausgaben und rechts eine Seite für meine Erinnerungen, Gedanken, Bilder und all das, was mich im Monat so bewegt hat. Ich muss sagen, dass ich diese Seite nach wie vor gern benutze, weil ja, ich finde es einfach spannend, im Nachhinein nochmal zu schauen, was hat mich beschäftigt, bewegt oder ja, vielleicht auch einfach nur glücklich gemacht in den vergangenen Monaten. Auch die Doppelseite für YouTube darf natürlich nicht fehlen. Die hat einen ganz festen Platz in meinem Leben und somit auch in meinem Bullet Journal. Und ja, ich bin versucht, sie auszuweiten auf zwei Doppelseiten, weil ich doch gemerkt habe in den vergangenen zwei Monaten, dass mir der Platz kaum reicht für meine ganzen Projekte und all das, was ich so in YouTube mache und was ich mir aufschreibe hier. Was die Wochenübersichten angeht, so bin ich dem Design diesen Monat zumindest auch nochmal treu geblieben. Ich bin aber auch hier versucht, mal was Neues auszutesten einfach. Ich weiß, man sagt, never change a winning team, aber ich bin auch jemand, der nicht gerne stagniert einfach und ja, der für Neues offen ist. Und dementsprechend ja, habe ich mir da schon so ein paar Designs ausgeguckt, die ich dann ja, die nächsten Monate verwenden werde. Diesen Monat bleibt es allerdings noch bei dem alten, wie ihr seht, mit ein paar ja, kleinen Änderungen hier und da, einfach dem herbstlichen Thema etwas angepasst. Das spiegelt sich auch in meiner Farbwahl wieder, wie ihr gleich sehen werdet. Einfach ein gesetztes Grün, ein Orange, ein Khaki und ja, ein Braun, was so eigentlich gut in den Herbst passt und ja, die bunten Blätter simulieren soll. Letzteres habe ich dann auch für meine ja, sogenannten Richtlinien verwendet, wie ihr seht, die ich übrigens mit meinem Tombow-Marker mache. Da habt ihr mich nämlich schon öfters nachgefragt. Das war's schon von meinem Plan with Me für Oktober. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich spare mir jetzt an dieser Stelle viele Worte, würde ich sagen. Und ja, wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag. Macht's euch fein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne hier meinen Kanal. Und hier verlinke ich euch nochmal ein anderes Video. Und dann sage ich Tschüss!